Moin Moin und herzlich willkommen hier bei tariftipp.de zum Test des brandneuen Motorola Edge 40. Ja, gerade erst auf den Markt gekommen zu einer UVP von knapp 600 Euro. Es ist natürlich das Schwestermodell zum 900 Euro teurem Motorola Edge 40 Pro, das ich hier auch schon getestet habe. Das Edge 40 hier hat einen etwas langsameren Prozessor als das Pro-Modell, eine etwas einfachere Kameraausstattung, ansonsten aber doch sehr viele Ähnlichkeiten, sehr gut ausgestattet, ein sehr schönes, vor allem sehr schlankes Smartphone und setzt natürlich die Edge 30 Serie fort. Alles, was ihr wissen müsst zum Motorola Edge 40, erfahrt ihr in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt, macht es euch gemütlich, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Test und schon geht es los. Wir starten wie immer mit dem Unboxing. Hier in diesem Umweltkarton wird das Edge 40 geliefert. Plastic-free Packaging, so soll das sein. Im Lieferumfang finden wir einmal diese Schachtel hier. Da ist der übliche Papierkram drin, Kurzanleitung, Garantiehinweise, ein SIM-Tool und dann auch noch eine Handyschutzhülle. Wie schon beim Edge 40 Pro, auch hier beim Edge 40 Hart-Plastik, transparent. Sehr schön, dass es das dabei ist. Wir haben das Gerät in der blauen Variante bekommen. Es gibt es auch noch in grün und in schwarz. Außerdem ist noch ein USB-Kabel dabei und ein Netzteil, auf das ich später eingehen werde. Ein Kopfhörer ist nicht dabei. Ja, wir kommen zum Gehäuse, zur Verarbeitung und Wertigkeit. Ein, wie gesagt, sehr schlankes Gehäuse mit einer Bautiefe von nur 7,6 mm. Das werdet ihr gleich sehen. Super, super schlank. 72 mm ist es breit, 158 mm hoch. Damit geht es für ein Smartphone mit dieser Displaygröße, da komme ich dann gleich drauf zu sprechen, als wirklich handliches Smartphone durch die Seitenränder. Die Displayränder sind natürlich geätscht. Und es gibt ja einen Wasser- und Staubschutz nach IP68, also komplett Wasser- und Staubgeschützt das Ganze. Die Rückseite ist aus Kunststoff, die Vorderseite ist aus Gorilla Glas. Also ich finde, das ist einer der größten Highlights hier bei diesem Smartphone. Es ist einfach sehr schön, fühlt sich toll an und liegt super in der Hand. Wir kommen zum Display. Auch hier gibt es natürlich ein Always-On-Display beim Edge 40 von Motorola mit Batteriezustand, eingehenden Nachrichten und der Uhrzeit. 6,55 Zoll ist die Bildschirmdiagonale. Sehr schmale Display-Ränder, kann man kaum sehen, weil die Seiten, wie gesagt, geätscht sind, also abgerundet sind. 20:9 Format mit einer Display-Auflösung von 2400 x 1080 Pixel, also Full HD Plus. Einer Pixeldichte von 402 ppi entspricht das Ganze, also schön scharf und auch die Blickwinkelstabilität ist wie immer bei OLED-Displays sehr, sehr gut. Also wirklich ein sehr schönes Display. Man schaut einfach gerne drauf, weil es halt so geätscht ist. Es gibt auch hier einen Dark Mode bei diesem Smartphone und was ihr natürlich auch einstellen könnt, ist wie immer die Aktualisierungsrate, entweder auf automatisch lassen oder ihr könnt auch auf maximal 144 Hertz stellen. Das ist natürlich dann sehr, sehr smooth, das Bildschirmerlebnis. Also ja, das hat Motorola wirklich ganz gut hingekriegt und im Grunde genommen ist das Display auch vergleichbar mit dem Edge 40 Pro. Maximale Helligkeit liegt auch hier bei 1000 Candela. Ist halt ein bisschen kleiner, aber wirklich sehr qualitativ hochwertig. Ja, Bedienelemente, auch hier ein getrennter Lautstärkeknopf, laut und leise, zwei Knöpfe, der Powerknopf haben wir da noch, dann ist hier der Hauptlautsprecher, USB-C-Anschluss und das SIM-Fach und ein Mikrofon. Das Smartphone ist stereo ausgelegt, es gibt leider keinen zweiten Hauptlautsprecher, sondern der Sound kommt hier oben aus der Hörmuschel, klingt aber trotzdem ganz gut. Dolby Atmos ist auch dabei und ja, auf der Oberseite haben wir dann noch ein weiteres Mikrofon. Und ja, so sieht das Smartphone von hinten aus mit der Kamera. Schön schlicht, finde ich sehr gelungen, vor allem diesen Kamerabuckel, der ist sehr schön eingebaut hier. Und ja, das ist der Fingerabdrucksensor. Der funktioniert richtig schön schnell. Außerdem gibt es auch eine Gesichtserkennung, die kann man auch so einstellen, dass das Smartphone beim Aufheben flop automatisch, wenn das Gesicht erkannt wird, das Smartphone entsperrt. So soll das sein. Ja, dann haben wir hier so eine sehr schöne Bildschirmanimation. Ich habe das hier extra mal installiert. Das könnt ihr euch runterladen, die Bildschirmhintergründe. Und den hier finde ich sehr gelungen mit diesen beiden Ping-Pong-Bällen, wo es zum Ende dann ein Smiley-Gesicht gibt. Sehr schön. Ja, softwareseitig gibt es hier eigentlich keine großartigen Überraschungen. Android 13 ist hier vorinstalliert.
Und es wird auch noch Updates geben. Ich glaube, 2 Jahre lang gibt es eine Update-Garantie auf neue Android-Versionen und 3 Jahre lang auf Sicherheitspatches. Es ist eine Stock-Android-Version, also sehr unverbastelt. Könnt ihr hier auch sehen, überhaupt nicht bunt, sondern ja, wie bei Google Pixel-Smartphones eigentlich, sieht genauso aus in Schwarz. Das sind hier die Schnittstellen. Da kommt schon, die werden hier auf 4 Screens verteilt. Gibt jede Menge Schnittstellen, die man hier ein- und ausstellen kann. Ja, wunderbar. Google Discover Newsfeed ist hier auch vorinstalliert. Das flutscht auch alles wunderbar. Hier seht ihr nochmal alle Apps. Na, komm schon. Alle Apps und so weiter. Und dann haben wir hier auch ein paar vorinstallierte Werbe-Apps, so nenne ich die mal, Spiele und sowas. Ja, das finde ich eigentlich, das könnte sich Motorola eigentlich sparen. Wahrscheinlich gibt es da ein paar Euro von diesen App-Herstellern, aber man kann sie ganz schnell hier einfach deinstallieren, also einfach nach oben schieben, rechts, fertig, deinstalliert. Also insofern ist das jetzt auch nicht weiter schlimm. Ja, das Stock-Android wird ergänzt hier durch dieses Widget. Das kennt ihr von anderen Smartphones, von anderen Motorola-Smartphones wahrscheinlich hier diese Wetter-App. Sehr geglückt, sehr gut gemacht mit schönen 10 Tagen in die Zukunft und auch hier ein Wetterradar, so ein Regenradar wird hier gleich eingeblendet. Eine der besten Wetter-Apps, wie ich finde. Von AccuWeather kommen die Daten, also das ist super. Wenn wir hier auf die Uhrzeit tippen, kommt der Wecker. Und wenn ihr aufs Datum tippt, kommt der Kalender und den Akkuladezustand. Könnt ihr dort auch sehen. Halt's ein bisschen schräg, so 27% haben wir noch. Wunderbar. Ja, vorinstalliert ist dann auch die Moto-App. Auch die kennen wir von anderen oder eigentlich von allen Motorola-Smartphones. Das ist eine digitale Bedienungsanleitung. Hier Tipps zum Beispiel, was ist neu in Android 13? Reichlich bebildert mit Hilfetexten. Sehr gut gemacht. Könnt ihr spielerisch euer Smartphone kennenlernen. Natürlich ist auch hier wieder die Gestensteuerung mit an Bord, wie üblich auch bei Motorola. Könnt ihr hier diverse Gesten definieren und aktivieren, deaktivieren, wie euch das gerade gefällt. Also von der Bedienung hier würde ich einfach mal ganz salopp sagen, volle Punktzahl beim Motorola Edge 40. Perfekt. So, Performance an Bord ist der MediaTek Dimensity 8020. Der erreicht im AnTuTu Benchmark 687.238 Punkte. Das ist ein okayer Wert. Es gibt mittlerweile Smartphones, die über 1 Million Punkte hier erreichen. Aber trotzdem ist dieser Prozessor alles andere als langsam. Das geht komplett in Ordnung, vor allem für diesen Preis. Hier im Pilotship Benchmark erreichen wir ja, so 65 FPS ohne Details und 16, 17 FPS mit Details. Das sind alles ordentliche Werte. Und so fühlt sich das Smartphone auch an. Also es ist nicht das allerallerschnellste, das muss man so sagen, aber es ist schnell genug und ja, es fühlt sich flott an. Hier Google Maps, habt ihr eben gesehen, wird schnell geladen und auch beim Scrollen durch Webseiten. Also die GPU hier, der Grafikchip scheint auch potent zu sein. Das kann man hier sehen, wie schnell der scrollt. Das ist alles völlig okay. 5G wird unterstützt. WLAN, also Wi-Fi 6 ist an Bord. Bluetooth 5.2. Also da gibt es nichts zu meckern. Ja, hier nochmal ein Blick auf die matte Kunststoffrückseite. Fingerabdrücke werden nicht hinterlassen. Das ist genau richtig so. Wie gesagt, diesen Kamerabuckel finde ich sehr geschmackvoll eingelassen. Sehr gut gemacht. Der Akku ist fest verbaut. 4400 mAh Kapazität. Also nur 200 weniger als beim Pro-Modell. Dafür ist das Gehäuse aber deutlich schlanker. Akkulaufzeit 750 Minuten. Schnellladung geht auch mit 68 Watt. Hier, dieses Netzteil wird ja mitgeliefert. Also das ist richtig schön schnell. Ihr könnt das Smartphone auch induktiv kabellos mit 15 Watt laden. Auch das ist sehr erfreulich. Und ja, der interne Speicher liegt hier bei 128 Gigabyte und kann leider nicht durch eine MicroSD-Karte, nee, 256 Gigabyte sehe ich gerade, kann keine MicroSD-Karte fassen, das Smartphone, aber 256 Gigabyte sollten ja eigentlich auch reichen. Dual-SIM geht auch, 2 Nano-SIMs passen da rein. Insofern auch das okay. So, Kamera, der größte Unterschied zum Pro-Modell. Es gibt hier nur zwei Objektive, ein Ultraweitwinkel mit 13 Megapixel und das normale Weitwinkel mit 50 Megapixel. Es gibt kein separates Tele. Das ist der Unterschied zum Pro-Modell. Makroaufnahmen kann man mit der Weitwinkelkamera machen, das werden wir gleich sehen hier. Die Selfie-Cam, die löst auf mit 32 Megapixeln. Und bevor wir zu den Beispielfotos kommen und dem Beispielvideo, schauen wir nochmal in die Foto- und Video-App vorbei. Hier sind hier die drei Brennweiten. Ich mache mal eine Makroaufnahme, die wird mit dem Superweitwinkel gemacht, mit dem Ultraweitwinkelobjektiv und hat echt eine super Qualität. Guckt euch das mal an hier. Das Foto sehen wir nachher auch nochmal im Original. Ja, und dann haben wir hier eben den Ultraweitwinkel und die normale Weitwinkelkamera. Diese drei Brennweiten stehen zur Verfügung.
Ja, schade, dass es hier kein separates Tele gibt, aber irgendwo muss ja auch ein Unterschied zum Pro-Modell her. Das ist ja letztendlich auch eine Preisfrage. Und so eine extra Telekamera, die ist halt kostspielig. Die hat sich Motorola hier beim Edge 40 gespart. Kein Problem, denke ich mal. Ja, da oben sind die Schnellschalter und jetzt sind wir im Videobereich. Das sind die Einstellungen für den Videobereich. Ich wollte eigentlich nochmal schnell die Einstellungen für den Fotobereich zeigen. Neben den Schnellschaltern gibt es hier noch einen Timer. Und ja, im Videobereich haben wir die gleiche Möglichkeit, die Brennweiten alle zu nutzen. Hier seht ihr die FPS, die Bildwiederholrate, die kann man auf 60 oder 30 FPS einstellen. Das ist hier der elektronische Bildstabilisator, den man einstellen kann. Rechts oben seht ihr noch FHD, also da könnt ihr auch umschalten zwischen Full-HD und 4K. Das eben war die Zeitlupe, das hier ist der Porträtmodus, auch hier schön angezeigt die äquivalenten Brennweiten 24 mm, 35 und 50 mm. Das hat Motorola, finde ich, ganz gut hingekriegt bei den Edge-Modellen, diese Anzeige. Und ja, wenn ich mal hier ein Foto macht im Porträtmodus, das ist jetzt mit der Normalkamera, sind die Ergebnisse auch sehr, sehr ansprechend. Das schauen wir uns dann nochmal an. Ja, das ist der Profi-Modus mit jeder Menge manuellen Einstellungsmöglichkeiten. Das sind die weiteren Modi. Es gibt eine Nachtsichtkamera, es gibt eine Spotfarbe. Und es gibt die Dual-Video- und Dual-Foto-Funktion. Bei diesen beiden Funktionen werden sowohl die Selfie- als auch die Hauptkamera angeschmissen. Könnt ihr halt mit beiden gleichzeitig entweder fotografieren oder filmen. Und ja, Selfie-Kamera kann auch im Porträtmodus betrieben werden. Auch hier mit Beauty-Funktion und Tiefenunschärfe-Einregelung. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, den Weitwinkel ein bisschen zu vergrößern, also hier entweder Groovy oder Selfie. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal die Fotos an, die ich mit dem Motorola Edge 40 gemacht habe. Ja, eine Besonderheit gibt es bei der Hauptkamera und zwar die Blende. Die Blende bei der Hauptkamera liegt bei f1.4. Das ist ein super Wert. Also diese Kamera ist mega lichtstark und deshalb könnt ihr auch, wenn mal weniger Licht vorhanden ist, trotzdem mit der Hauptkamera sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielen. Hier kommen so ein paar Farbproofs wie immer. Mir ist aufgefallen, hier bei den Farben übertreibt Motorola ein wenig bei den Grün- und Rottönen. Nicht schlimm, nicht, dass es jetzt wie mich großartig stören würde, aber es fällt schon so ein bisschen auf, dass Grün und Rot so ein bisschen gepusht wird. Ja, ansonsten hier im Innenraum sind die Aufnahmen, ja, auch die Aufnahmen sehr schön. Wie gesagt, aufgrund der Lichtstärke ist es jetzt auch kein großes Wunder. Auch die Nachtaufnahme hier im sehr dunklen Schuppen macht einen guten Eindruck. Wenig Bildrauschen, das liegt alles an dieser tollen Blende. Ja, das ist eine Brennweitenreihe, das ist die normale Weitwinkelkamera, das ist der Ultraweitwinkel, der lässt dann qualitativ tatsächlich ein bisschen nach und das ist eine Makroaufnahme. Da habe ich noch mal ein paar Teleaufnahmen gemacht. Das ist wieder die normale Brennweite mit guter Qualität. Und wenn man jetzt reinzoomt, das ist hier eine dreifach digitale Vergrößerung, dann sieht man schon, oh, es wird ein bisschen matschig. Jetzt kommt noch eine fünffache Vergrößerung. Da sieht es dann schon sehr deutlich matschig aus. Also das ist nicht gerade die Stärke Teleaufnahmen hier vom Motorola Edge 40. Liegt halt an der fehlenden Telekamera. Ja, das sind auch die beiden Aufnahmen, die ich vorhin gemacht habe. Einmal Makro, das ist hier eine normale Weitwinkelaufnahme. Und jetzt kommen noch zwei Selfies. Wie gesagt, 32 Megapixel löst die Selfie-Kamera auf. Sehr schön hier mit kleinen Beauty-Funktionen. Ich habe ein bisschen geschummelt. Sehr schöne Farben. Sehr schön. Und jetzt das Beispiel Video mit dem Edge 40. Ja, kurz zum Beispiel. Clip machen wir natürlich auch noch hier mit der Hauptkamera im Automatikmodus. Und zwar in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Neben dem optischen gibt es ja auch einen elektronischen Bildstabilisator zusätzlich. Das finde ich klasse. Maximal kann das Smartphone auch 4K mit 60 Bildern pro Sekunde drehen, wenn euch das lieber ist. Und ja, ich drehe mich hier mal so ein bisschen, damit ihr mal seht, wie der Bildstabilisator so funktioniert. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Das war's schon mit diesem kurzen Beispielclip. Ich habe die internen Mikros genutzt und jetzt geht es weiter mit dem Fazit. Genau, wir sind beim Fazit zum Motorola Edge 40. Ich fange mal mit den Kontrapunkten an. Das ist eigentlich wie erwartet. Es gibt halt ein kleines Problem, weil wir kein separates Teleobjektiv haben, also im Gegensatz zum Pro-Modell meine ich das jetzt, werden halt Teleaufnahmen nicht so toll. Also das kann das Pro-Modell deutlich besser, das muss man ganz klar sagen. Ansonsten halten sich aber die Negativpunkte hier, die Kontrapunkte im Rahmen. Kein Klinkenanschluss, naja, okay. Keine Speicherweiterung, nicht schlimm bei 256 GB internem Speicher, das sollte eigentlich für alle reichen.
Ansonsten ein sehr schönes Smartphone. Der größte Vorteil, und das finde ich super wichtig beim Smartphone, ist die Handlichkeit. Dieses Smartphone ist so ultra schlank, das kann man in so einem Video, glaube ich, nicht so richtig sehen, aber glaubt es mir. Diese geringe Bautiefe und diese schöne Screen-to-Body-Ratio über 90%, ich glaube 90,7%. Also das hat Motorola wirklich sehr gut hingekriegt. Schönes OLED-Display mit 144 Hertz Wiederholrate. Hier seht ihr nochmal das Gehäuse. Also das ist alles wunderbar. Stereo-Lautsprecher sind hier dabei. Stock Android 13, Update-Garantie. Wunderbar. Schnelles Laden mit 68 Watt, kabellos könnt ihr das Ganze auch laden. Also da finde ich dann den Preis doch mehr als angemessen, nahezu schon günstig. Das seht ihr auch an den Wettbewerbern, die links unten aufgeführt sind. Google Pixel 7, Samsung S21 FE und Honor 70. Also ein schönes Smartphone. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, freue ich mich über einen Daumen hoch. Vielleicht abonniert ihr auch meinen Kanal. Schaut auch mal vorbei auf meiner Webseite tariftipp.de mit ganz vielen Handytests. Mittlerweile fast 800 Handykonfigurator, Handyvergleiche, Bildervergleiche und so weiter und so weiter. Macht's gut, bis dann. Tschüss.